Mann, 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 wer soll das bezahlen? Hallo, hier ist der Thomas vom Kanal der Elektrotechniker. Ein neues Video heute, Theorierunde. Krass, was hierbei rausgekommen ist. Ich habe mir schon mal was vorbereitet. Boah, es geht in die Millionen, würde ich mal sagen. Also, Verlustleistung auf der DC-Seite PV-Anlage. Das ist das Thema heute, um was es gehen soll. Habe schon rangeschrieben. Und wir wollen also mal untersuchen, was bleibt eigentlich auf diesen ganzen DC-Leitungswegen dort hängen. Das ist zum einen mal interessant für eine kleine private Hausanlage. Das ist der erste Punkt. Richtig interessant wird es aber dann wirklich, wenn wir in diese Großanlagen reingehen, das heißt in die Freiflächenanlagen. Und ich habe hier mal ein Beispiel auch gerechnet für eine 100 Megawatt Peak-Anlage. Und dann sehen wir mal dort die Verhältnisse. Das ist schon krass, das kann ich euch schon mal versprechen. Also, los geht's. Ich habe hier mal nur mal zur Übersicht halt was rangezeichnet. Das soll also mal hier so eine kleine PV-Anlage sein. Ich habe hier mal nur drei Module angedeutet. 1, 2, 3. Wie gesagt, es sind in der Praxis halt mehr. Ich habe jetzt aber die nicht alle aufgezeichnet. Diese Strings sind alle in Reihe geschaltet. Und dann habe ich hier nochmal einen kleinen Generator-Anschlusskasten hingezeichnet. Und an diesem Generator-Anschlusskasten, wie gesagt, hängt jetzt hier mal so ein String dran. Wie gesagt, nagelt mich jetzt nicht fest auf diese drei Module. Können auch 20 oder 25 oder weiß ich nicht wie viel sein. Je nachdem. Und uns interessieren jetzt eigentlich die Verluste vom Generator-Anschlusskasten über die Module und den Rückweg. Alles, was auf dieser Leitungsebene sozusagen, auf dieser Leitung DC-technisch kleben bleibt, das interessiert uns mal. Außen vor gelassen habe ich jetzt mal GRK-Wechselrichter, das wäre ja auch noch DC-Seite, habe ich jetzt hier mal nicht betrachtet, können wir vielleicht auch noch mal berechnen, dann irgendwie an irgendeiner Stelle, weil die haben wir ja in der Regel dann zumindest beim industriellen Bereich halt größere Querschnitte als hier, können wir auch noch mal berechnen. So, das ist mal so der Ansatz. Ich habe noch mal hier oben eine ganz interessante Zahl hingeschrieben, die habe ich aus dem Monitoring-System genommen für das Jahr 2020 von einer PV-Anlage von einem String. Und da habe ich mir jetzt sozusagen dort Stundenmittelwerte gebildet. Das sind dann insgesamt, so muss ich nachgucken, 8760 Werte gewesen, Stundenmittelwerte. Und diese Werte wiederum habe ich mir in Excel gezogen und die nochmal eben gemittelt und bin dann gekommen auf 2,2 Ampere für ein ganzes Jahr im Mittel. Da sind also in diesem Mittelwert sind da auch drin, also Tag- und Nachtzeiten, das hat alles mit drin und das im Mittel ist an Strom sozusagen geflossen. Den Wert habe ich mir mal rausgezogen. So, und ja, dann habe ich einfach mal angefangen zu rechnen. Ich werde euch noch mal ganz kurz hier noch mal ein, zwei Formeln ranschreiben als Basis für die ganze Matrix hier. Vielleicht lade ich auch mal noch ein Excel-File hoch, wo ich das alles gemacht habe. Muss ich mal sehen, wie ich es schaffe, aber ich glaube, das wäre schon mal ganz interessant. Vielleicht bauen wir uns auch mal über die Wochen, Monate, Jahre was auf, dass man so ein Excel-Sheet hat, wo man quasi immer wieder neue Berechnungen mit reinnimmt und man das immer wieder hochlädt. Und man quasi das dann, also ihr jetzt als Zuschauer, wer das eben haben möchte, das einfach runterlädt und sich quasi dann immer das nochmal rechnerisch angucken kann. Vielleicht machen wir auch sowas mal sehen. So, wir fangen mal an hier mit der Berechnungsgeschichte. Wie gesagt, wir haben eigentlich, müssen wir zwei Formeln müssen wir eigentlich wissen. Das erste ist die große Formel, eben PV. Also die Verlustleistung sozusagen auf dieser Leitung über den Widerstand R. Und das können wir eben berechnen ganz einfach über I² mal RL. I², das ist ja kein Problem. RL ist der ohmsche Widerstand dieser Leitung. Und den müssen wir natürlich zuvor auch noch mal ganz fix berechnen. Das habe ich dann alles in dieser Excel-Datei schon gemacht, wie gesagt, aber ich wollte es euch nochmal mitgeben, weil ich bin auch mal ein Freund davon, einfach, dass man auch mal weiß, was rechnet man da, wie ist die Formel, wie kommt die zustande, wie kürzt sich dort alles von den Einheiten weg. Bin ich immer so ein Fan davon. Also wir nehmen das Rho mal L durch den Querschnitt. So, L ist klar, Querschnitt ist auch klar.
Das Rho, das gehen wir mal an mit 0,018 Ohm. Jetzt muss ich überlegen, das ist, glaube ich, genau mal Quadratmillimeter durch Meter. Das ist das Rho. Das ist sozusagen halt also ein Fixwert, den wir halt hier benötigen. So, und wenn wir das alles haben, können wir das einsetzen in diese PV-Formel und können eben die Verluste sozusagen ausrechnen. Wenn wir gleich das Ganze nochmal mit der Zeit multiplizieren, sozusagen dann in die Einspeisearbeit bzw. in die Verlustarbeit rechnen wollen, das heißt, dass wir eben ausrechnen, wie viel Arbeit kann ich über diese oder durch diese Verluste nicht einspeisen, dann können wir auch nochmal eine kleine Abkürzung nehmen. Und diese Formel ist auch total easy. Also wie gesagt, wieder i Quadrat. Beziehungsweise, das habe ich nicht richtig gemacht. Das Quadrat kommt in der Regel ja hoch. So. Und mal L mal das Rho dividiert durch den Querschnitt. Und das Ganze nehmen wir dann halt mal in der Zeiteinheit. Das heißt mal Stunde, mal Tag, mal Woche, mal Monat, mal Jahr, wie wir wollen. Und das habe ich halt genommen. Diese Formel habe ich halt hier für diese Matrix ebenso verwendet. Schicke ich euch vielleicht nochmal, wie gesagt, in diesem Excel-Sheet danach. In diesem Excel-Sheet sind halt dann alle diese Formeln sozusagen enthalten. Wird aber nicht gleich werden, kann sicherlich 1, 2, 3 Tage dauern. So, wenn wir das alles haben, können wir losrechnen. Wir nehmen für die ganzen Betrachtungen, die wir haben, nehmen wir also hier mal an, dieses als I nehmen wir hier diesen Durchschnittswert an mit 2,2 Ampere. Den können wir hier einsetzen, quadrieren. Leitungslänge ist die nächste Frage. Was nehmen wir an? Und da habe ich jetzt hier eben drei Beispiele. Beispiel 1, 2, 3. Fürs Beispiel 1 gilt diese Zeichnung. Das ist also wirklich nur ein String. Und ich habe mal angenommen, dass wir hier sozusagen vom GRK hin und zurück insgesamt 50 Meter Leitungslänge haben. Ich glaube, das kann man so lassen, ne? Kann man natürlich auch variieren. Also das sollt ihr ja auch dann variieren. Jeder, der das mal machen möchte, der kann dann mit seinen Werten dort arbeiten. Das wäre die erste Länge. Die kann ich dann auch da einsetzen. Dann setze ich mir eben hier den spezifischen Widerstand ein für Kupfer, 0,018 Ohm mal Quadratmillimeter durch Meter, wenn wir halt Kupfer verwenden. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Und dann nehmen wir halt den Leiterquerschnitt und den habe ich hier angegeben mit 4, 6 und 10, also quasi in jeder Hauptvariante nochmal drei Untervarianten mit verschiedenen Querschnitten. Ja, und das Ganze habe ich dann zum Schluss immer nochmal multipliziert, über das Jahr sozusagen gerechnet. Das bedeutet, das Jahr hat, jetzt habe ich es mir aufgeschrieben, 8.760 Stunden und dann kann man also auch errechnen, wie gesagt, was hier an Verlust oder an Einspeisearbeit eben nicht ja, also reingeschoben wird sozusagen. Und dann fangen wir mal an, hier uns die Sachen eben zu betrachten. Das ist wirklich interessant, beziehungsweise es wird immer interessanter, je mehr wir hier in die großen PV-Anlagen reinkommen. Also vielleicht für die kleine Hausanlage, für den einen String mal gerechnet. Wie gesagt, haben wir mal erstes Beispiel 4 Quadrat, 50 Meter, 2,2 Ampere. Geht es also los. Fangen wir mal hier an. Wir haben also 9,54 Kilowattstunden bezogen auf ein Jahr, was wir eben dort nicht einspeisen können. So, das ist jetzt nicht viel, das sind knapp 10 Kilowattstunden bei einer kleinen PV-Anlage zu Hause und so weiter. Und dann sagen wir einfach mal, okay, reden wir nicht drüber, ist weg, interessiert uns nicht. Ist auch so, ne? Ich glaube, da muss man nicht philosophieren drüber. So, was kostet uns das Ganze? Ich habe mal gerechnet mit einer Einspeisevergütung von 8 Cent aktuell, also 8 Cent je Kilowattstunde. Auch da kann man jetzt immer variieren natürlich. Kann es auch in die Vergangenheit mal rechnen. Wie war es halt früher mit vielleicht 30 oder 40 Cent? Was hat man also da an Verlusten tatsächlich gehabt? Da wird es auch richtig, richtig interessant nochmal. Und das bedeutet halt hier für diese 9,54 Kilowattstunden aufs Jahr betrachtet, also 76 Cent, die wir da eben nicht einspeisen können. Also wie gesagt, das ist vernachlässigbar. Für 76 Cent kannst du dir auch nichts kaufen heutzutage, ne? So, auf 20 Jahre betrachtet,
EEG-Zeitraum bedeutet das wiederum schon mal 15,26 Euro. Ist, glaube ich, immer noch nicht die Zahl, die uns da vom Hocker reißt. Ne? Ist immer noch so, wo du sagst, auf 20 Jahre, tut mir leid, aber braucht man nicht rechnen. Und jetzt ist es halt interessant oder logisch, je höher der Querschnitt halt ist, je weniger Verluste fahre ich. Und in Euro auf 20 Jahre betrachtet heißt es halt mit 6 Quadrat eben nur noch 10 Euro, mit 10 Quadrat nur noch 6 Euro Verluste auf 20 Jahre, wohlgemerkt. So, jetzt kann ich halt Folgendes tun. Ich habe natürlich für die Kabel hier, für die Leitungen natürlich einen Anschaffungspreis und natürlich je höher der Querschnitt, desto teurer wird mir hier der Materialpreis. Und ich habe mal jetzt mit aktuellen Werten aus einem Online-Shop aufgerufen, mal im Internet und da mal recherchiert, was das so aktuell dort kostet. Und ich mache das einfach mal hier so dazu, also sozusagen der Meterpreis, also Euro je Meter, jetzt nagelt mich da nicht fest, nicht, dass jetzt hier jemand schreibt, das ist aber teuer oder so. Das ist jetzt ein Shop gewesen, ein Beispiel und mit aktuellem Kurs von heute sicherlich dort gerechnet. Und da sind wir gekommen auf 91 Cent für die 4 Quadrat Variante, auf 1 Euro für die 6 Quadrat und 1,75 für die 10 Quadrat Variante. Interessant fand ich eigentlich den Sprung zwischen 4 und 6. Der ist relativ wenig, finde ich. Also das sind ja im Prinzip, also das ist ja also knapp 10% sozusagen. Das ist schon krass. Ob das so wirklich der Realität entspricht, weiß ich jetzt gar nicht. Also auf mehrere Shops betrachtet, müsste man gucken. Aber kann man ja auch da wieder variieren und rechnen. Wie gesagt, mir geht es ja darum, mal so das Verständnis anzuregen, wie man sowas machen kann. Und mit diesen Einkaufspreisen und den Metern komme ich also jetzt auf Anschaffungskosten eben hier 4 Quadrat 45,50, dann 6 Quadrat 50 Euro, 10 Quadrat 87,50 Euro. So, jetzt sehe ich hier zwischen 4 und 6 Quadrat hätte ich sozusagen 4,50 Euro mehr Kosten, wenn ich das so installiere und würde aber sozusagen ungefähr 5 Euro mehr oder weniger Verluste haben in den 20 Jahren. Ne? Das bedeutet, ich lege halt 4,50 Euro mehr hin und bekomme faktisch das Gleiche an weniger Verluste halt wieder zurück. Es ist also quasi eine Rechnung, die kann man sich dann auch sparen. Die Rechnung kann man sich nicht sparen, aber das Ergebnis ist dann halt so, dass man sagen kann, für den Fall ist es jetzt egal, ob ich 4 oder 6 Quadrat nutze. So, jetzt muss man aber auch noch gucken und ein bisschen weiterdenken. Das, was ich jetzt hier gemacht habe, ist eine relativ banale, einfache Geschichte. Ist nichts Besonderes. Wenn man es jetzt genau nehmen möchte, könnte man natürlich noch in das Thema Spannungsfall auf die Länge eingehen. Und da wird es halt interessant, je länger die Leitungen werden. Da muss ich also auch das noch berücksichtigen. Und natürlich müsste man streng genommen auch noch mal mit Temperaturen rechnen und so weiter. Also man müsste eigentlich streng genommen auch noch mal ein bisschen mehr in die Wissenschaftsgeschichte reingehen. Ich habe es jetzt wirklich mal nur ganz smart und easy gemacht, um einfach mal so dieses Verständnis anzuregen. Und ich finde, für den Zweck heute hier soll das erstmal so ausreichen. Aber ich wollte es trotzdem mal erwähnen. Wir können da auch noch mal ein zweites Video dazu machen, wo man noch mal auf die Spannungsfälle und so weiter. Das können wir auch alles jederzeit immer noch mal machen. Wir bleiben aber heute hier erstmal smart und easy. Und gehen jetzt mal in die Variante 2 rein. Variante 2, ein GAK und, das habe ich jetzt hier nicht geschrieben, 16 Strings. So, ich habe hier mal ein GAK und 16 Strings. Das habe ich hier mal angedeutet. Ja? Jetzt gehen wir also schon in eine größere Anlage rein. GAK könnte also so einer sein, wie das in den Videos immer gezeigt wurde, so ein grauer großer Kasten mit 16 Strings dran. Und da habe ich mal so ein bisschen zusammengerechnet, da komme ich so auf 1700 Meter Anschlusskabellänge, was hier sozusagen immer von den GACs in diese Strings und zurück und so weiter, so ungefähr 1700 Meter bin ich da gekommen. So, da haben wir also schon mal deutlich mehr an Kabel dort rumschwirren und natürlich werden auch die Verluste größer werden. Und das habe ich auch wieder jetzt so berechnet. Und wenn wir jetzt also hier gehen, mal in Kilowattstunden pro Jahr, bedeutet das halt hier schon, das ist eine andere Hausnummer jetzt, sind wir eben hier bei 324 Kilowattstunden im Jahr.
bis halt runter auf 130 Kilowattstunden, auf 10 Quadrat wieder. Ne? Hier ist es also schon ein bisschen interessanter. Wenn wir das Ganze mit 8 Cent jetzt mal weiterrechnen, wie gesagt, man kann auch mit 10 rechnen oder mit 4 rechnen oder mit 5, je nachdem, oder für eine alte Anlage auch mal mit 30, das muss man jetzt sehen, das ist ja halt nur ein Beispiel, dann komme ich halt hier auf einen Jahresverlust, sagen wir mal bei 4 Quadrat, eben auf 25,95. Und hört sich gut, ist ein guter Preis, hört sich an wie so ein Verkaufspreis. 25,95 hört sich an wie so ein Verkaufspreis, hört sich gut an. Genau, das ist schon interessanter. Und auf 20 Jahre mal das betrachtet, bin ich halt hier schon bei, ich habe das jetzt gerundet, dann eben bei 519 Euro und so weiter. Also wir merken, es wird interessanter. Ne? Natürlich habe ich auch hier Anschaffungskosten. Das Ganze habe ich wieder 1700 Meter mal diese Shoppreise, die ich da eben genommen habe. Und da komme ich auf diese Anschaffungspreise. So, wenn wir jetzt mal gucken, hier habe ich ja sozusagen ein Delta von 153 Euro. Ja, also 153 Euro müsste ich mehr ausgeben für die 6 Quadrat Variante. So. Hier hätte ich jetzt sozusagen, jetzt muss ich mal kurz den Taschenrechner nehmen, ich bin ja immer so rechenfaul, also 519 minus 346 bin ich bei 173 Euro. So, jetzt kommen wir in den Bereich, wo wir sagen, okay, wir legen 153 Euro mehr hin beim Bau, haben dann aber 173 Euro weniger Verluste. Das heißt, wenn ich hier jetzt wieder das Delta nehme, sozusagen das Gesamtdelta, sage ich einfach mal hier hin, bin ich bei 20 Euro, was ich quasi gut machen würde. Das ist natürlich 20 Euro auf so eine, also mit so einem großen Gag, mit so vielen Modulen, mit 16 Strings, da interessieren mich eigentlich 20 Euro genauso wenig. Das ist eigentlich auch, wo ich sage, komm, vergiss es. Aber auch hier wieder interessanter noch das Thema, was habe ich denn an langen Leitungen, also was sind die längsten Verluste und so weiter über die Spannungsfälle. Auch das ist hier nochmal interessant. Also da muss man nochmal genauer reingucken und da ist es wirklich ganz spezifisch. Wie sind denn die Leitungslängen vom GRK zu den Strings? Sind es halt vielleicht nur wirklich 50 Meter pro String oder sind es vielleicht 500 Meter pro String? Ne? Dann wird es also immer interessanter und da muss ich immer neu variieren. Und jetzt sieht man also schon, dass man so projektspezifisch eben dann so mit so einer Excel-Datei schön jonglieren kann und da muss man eben verschiedene Sachen annehmen und das rechnen und wie gesagt, kann man einmal so machen, dann nochmal über die Spannungsfälle, über die Temperaturen, Verlege, alles zusammen sozusagen muss man dann mal rechnen und ja, vielleicht machen wir einfach mal so eine Excel-Datei, die so fortlaufend aufgebaut wird dafür, wäre glaube ich ganz interessant. So, jetzt wird es richtig spannend. Letzte Variante. 1,7 Millionen Meter Stringkabel. Das ist eine 100 Megawatt Peak-Anlage. Das ist sozusagen diese Variante 2 multipliziert mit dem Faktor 1000. Ja, 10 hoch 3. 100 Megawatt Peak-Anlage. So, wir haben auch solche Anlage und wir haben auch in etwa solche Stringkabellängen dort verbaut. Ja, also größer 1 Million. So, und jetzt kann man das ganze Prozedere nochmal rechnen. Das ist jetzt relativ easy, weil ich ja alles nur mal 10 hoch 3 rechnen muss. Und interessant wird es also jetzt hier schon, habe ich halt hier einen Verluste mit 4 Quadrat von einer, also 520.000 Euro. Und im Vergleich 6 Quadrat eben nur 350.000 Euro. So, jetzt kann ich auch hier wieder gucken. Das sind also jetzt, hier ist halt ein Delta von, also das sind halt nicht 153 Euro, sondern dann 153.000 Euro. Und das Delta, das ist jetzt hier natürlich, ich habe das hier gerundet, ich habe das dann irgendwann mal gerundet. Und jetzt nehmen wir einfach mal an, sagen wir einfach hier sozusagen 150, also 170.000 Euro. So, jetzt stehen also 153.000 Euro Mehrpreis bei der Verwendung von 6 Quadrat Kabel zu 170.000 Euro weniger Verluste. So,
Also habe ich hier sozusagen ein Gesamtdelta von 17.000 Euro. So, 17.000 Euro. 17.000 Euro ist absolut gesehen ja nicht wenig Geld, aber bezogen auf so eine Anlage hier, wo die Anschaffungskosten also allein für das Kabel, für das Trinkkabel eh bei größer 1 Million sind, ist auch das eine Hausnummer, wo man sagt, boah, naja, also das tut mir leid, aber das können wir jetzt, also da brauchen wir jetzt nicht den Fokus draufsetzen. Ne? Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist ja wieder, was habe ich denn für Spannungsfälle im großen Misch? Das ist also eine ganz große Rechnung mit ganz vielen Strings und so weiter. Das muss man dann auch wieder machen. Und die nächste Frage ist natürlich eine ganz interessante Frage. Ist denn dieses Verhältnis, dieser Einkaufspreis zwischen 4 und 6 Quadrat, der sieht man hier in diesem Shop, ist mir das relativ, also ziemlich dicht beieinander. Wenn ich jetzt hier vielleicht nämlich 1,10 Euro stehen hätte, was irgendwie für mich irgendwie gerade realistischer klingt, so irgendwie, ne? Also ich finde, entweder ist der 91er Preis irgendwie relativ zu hoch oder der 1,10er hier, der ist, der 1,0er sozusagen, der ist zu niedrig. Also irgendwie kommt mir das komisch vor. Jedenfalls, wenn wir jetzt zum Beispiel mal sagen, wir sind bei 1,10, dann würde sich natürlich das auch wieder relativieren hier, ne? Also dann hätten wir hier einen Mehrpreis und dann hätten wir vielleicht nicht 300 oder 1,7, sondern wir hätten vielleicht 1,8 Mio oder 1,9 Mio und schon sozusagen wäre der Anschaffungspreis wieder eben noch höher und schon wäre das Ding durch. So, ich sag mal, auf den Großanlagen, die ich so kenne, ist in der Regel eigentlich immer, also ich kenne eigentlich nur Großanlagen, wo wirklich das ist 4 Quadrat. Da wird 4 Quadrat Kabel verwendet. 6 Quadrat ist mir da wirklich noch nicht untergekommen. Das ist ein Thema wirklich für Hausanlagen und so weiter. Und auch hier muss man das mal rechnen. Ist es denn überhaupt notwendig, mit 6 Quadrat zu arbeiten oder reicht halt 4? Ne? Also Spannungsfälle jetzt mal nicht berücksichtigt, müsste man natürlich machen. Machen wir definitiv nochmal ein Video drüber. Und jetzt hat man eben die Möglichkeit, sich hier mal so ein bisschen was zu basteln und mal so ein bisschen zu jonglieren. Und ganz interessant ist eigentlich, wenn man jetzt mal eine Anlage nimmt, vielleicht von diesem Kaliber, und man rechnet das mal vielleicht 10 Jahre zurück, ja? Vielleicht sogar mit den gleichen Kabelpreisen und eine Einspeisevergütung von nicht 18, sondern vielleicht von 25 Cent. Ja, so vor 10 Jahren könnte das so gewesen sein, so 25 Cent, so Pi mal Daumen. Habe ich hier also sozusagen den Faktor 3, habe ich also hier sozusagen bei den Verlusten auch den Faktor 3. Da hätte ich hier nicht mehr 520.000 Euro Verluste, sondern 1,5 Millionen Euro Verluste, also bezogen auf eine Anlage von vor 10 Jahren mit 25 Cent Einspeisevergütung. Das ist schon krass, ne? Was als absolut das Geld sozusagen über diese 20 Jahre dort verbraten wird, ist so, kann man nicht ändern, ist ja auch eine riesengroße Anlage. Und ich glaube, das wollte ich euch mal so ein bisschen näher bringen. Und das ist schon eine ziemlich coole Sache. Ne? Man müsste jetzt natürlich das auch noch mit reinnehmen hier. Also hier haben wir auch noch Verluste. Das ist auch immer so eine Sache. Großanlage habe ich ja hier. Also wir haben zum Beispiel von 120 bis 300 Quadrat Kabel. Die Leitungslängen gibt halt kurze, sage ich mal, mit 20 oder 40 Meter. Sagen wir mal so, doppelte Länge, 40 Meter bis zu vielen 100 Meter, wo sozusagen überbrückt werden müssen. Und da kommt also auch noch mal was zustande. Ne? Ich meine, der Querschnitt ist zwar höher, aber die Stromstärke auch. Ne? Und die Stromstärke sehen wir ja hier, die geht hier zum Quadrat mit ein. Ne? Und das muss man dann auch noch mal ein bisschen rechnen. Also wie gesagt, das ist ein interessantes Thema, was so an Verlusten eigentlich dort entsteht. Und man, wenn man so eine Anlage jetzt irgendwann zu Hause mal sich baut und in Betrieb nimmt, man denkt ja an sowas eigentlich überhaupt nicht. Ne? Das ist ja nicht so, das ist ja, diese Verluste sind ja vom ersten Tag da. Es ist ja nicht so, dass das irgendwie dann irgendwann erst kommt. Und demzufolge hat man da auch gar keinen Bezug zu, es sei denn, man rechnet sich das tatsächlich mal so aus. Ne? Was anderes ist es ja noch, wenn die Module degradieren oder die Wechselrichtertechnik ein bisschen degradiert und so weiter. Das sind ja noch andere Themen, die dazukommen.
Und ich glaube, wir können hier nochmal anknüpfen an eine weitere Videoserie mit allen möglichen Verlusten, die dort auf so einer PV-Anlage noch so rumgeistern. Und gerade auch das Degradationsthema über die Jahre hinweg, das ist schon krass. Und das habe ich mir so mal die Frage gestellt, das können wir ja auch nochmal überlegen. Was sozusagen an Verlustleistung über die, also an Arbeit sozusagen nicht eingespeist werden kann. Wenn man das mal hochrechnet sozusagen auf die vielleicht gesamt installierte Leistung in Deutschland PV-technisch, das wäre auch nochmal interessant. Ne? Und ich sage mal, alles, was hier nicht umgewandelt wird oder was, sagen wir mal so, nicht in elektrische Energie reingefahren wird ins Netz, muss ja irgendwo in Wärme umgewandelt werden. Und das ist aber die Frage, wie viel Wärmemenge entsteht eigentlich dann dadurch, allein durch diese Thematik, durch die PV-Anlagen? Ja? Das ist auch nochmal eine ganz interessante Sache. Das ist ein ganz, muss man einfach mal rechnen. Wie gesagt, das ist kein wissenschaftliches Thema, wo man da jetzt, also man kann es ja easy mal rechnen. Vielleicht machen wir auch das mal. Das sind interessante Themen, finde ich. Alles klar. Falls mein Ton heute mal gut sein sollte, wovon ich ja stark ausgehe, ich habe mir jetzt hier dieses Rode Ding zugelegt, das ist dieses Wireless Ding, also da gibt es ja das zum Anstecken und das Gegenstück für die Kamera, das habe ich jetzt und bin eigentlich erstmal so von der Handhabung her zufrieden, wie der Ton ist, das werden wir ja dann mit diesem Video das erste Mal sehen. Schauen wir mal, was bei rumkommt. Also, in diesem Sinne, danke wieder mal. Würde mich über einen Daumen hoch freuen, über Abo mit Klingel und über viele Kommentare. Bis bald. Macht's gut. Ciao, ciao.